Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Das wird ein sehr kurzes Video. Das sollte eigentlich ein Erklärvideo ganz kurz kommen, warum momentan keine Videos von mir hochkommen. Es ist einfach so heiß hier. Wie ihr schon hört, der Ventilator läuft, es ist ziemlich laut. Deswegen kann ich nicht die ganze Zeit aufnehmen, weil man kann kaum aushalten. Es ist gerade, heute ist wenigstens nicht so heiß. Es sind nur 27 Grad draußen, aber es ist so schwül. Das drückt alles hier. Und es funktioniert nicht. Also ich kann kaum reden manchmal. Ich kriege keine Sätze zusammen. Und es ist einfach nur zu heiß und es macht einfach keinen Spaß dann zu malen. Ich male für mich, dass ich mich ablenke. Das wisst ihr, dass ich ja auch für mich selber male, ohne dass ich filme. Aber wie gesagt, aber da kann ich auch nicht so lang sitzen und malen, weil man es kaum aushält. Und Videos drehen. Ich habe schon zwei Videos abgedreht. Ich habe sie nur noch nicht geschnitten. Und ich möchte die nicht online stellen, weil das ist nur so eine kleine Reihe wird es. Und das ist ja blöd, wenn ich jetzt das zweite Video rausbringe und die anderen brauchen so ewig wieder. Deswegen drehe ich da jetzt auch nicht und stelle das auch nicht online. Aber ich wollte euch nur ganz kurz sagen, dass ich trotzdem fleißig bin, weil ich wollte von Rita Beermann meine Reise durch Europa. Da habe ich hier schon angefangen, also die zwei Videos habe ich schon abgedreht. Das wird als nächstes folgen. Also wenn es ein bisschen kühler geworden ist, weil morgen soll es 31 Grad werden und nächste Woche soll es wieder so extrem heiß sein. Deswegen, ich weiß nicht, wie lange ich diese Pause mache. Vielleicht tue ich dazwischen mal so Vorstellungsbücher machen, also da, wo ich wirklich nicht male, sondern es euch einfach mal in meinen Büchern vorstelle. Oder Bilder, die ich fertig habe. Mal schauen, was ich mache. Aber nur, es werden jetzt keine Malvideo kommen. Hier habe ich, aus diesem Buch habe ich auch schon ein Bild angefangen, nur habe noch nicht abgefilmt. Da habe ich das hier gemalt und das möchte ich mit euch zusammen dann machen in einem Video. Dann habe ich hier aus diesem Malbuch schon was angefangen, das will ich auch dann mit euch zusammen machen. In diesem Buch kann man auch mit Wasserfarben malen. Ich habe jetzt mit Stiften gemalt, jetzt will ich mal gucken. Also einmal habe ich die Lilien schon angefangen, den Rest möchte ich dann auch wieder mit euch machen. Dann habe ich, was habe ich denn hier noch? Dann habe ich Pfingstrosen angefangen und das möchte ich dann auch mit euch in einem Video zu Ende machen. Und ich meine, ich habe noch ein Bild, genau, und Mongolien. Das habe ich auch und den Rest möchte ich mit euch zusammen machen. Dann habe ich ja natürlich in Fragile Word was angefangen. War das hier? Ja, hier. Und zwar dieses Bild, das möchte ich auch noch mit euch, also da habe ich auch schon abgedreht. Ich mache jetzt nur eine Pause, weil sogar die Polychromos werden wie Prisma, die werden so weich bei der Hitze. Und das werden wir auch noch zusammen machen. Ich glaube, das war's. Ja, das waren meine angefangene. Ich wollte einfach nur in diesem kurzen Video sagen, warum gerade keine Videos hochkommen, wenn ihr euch wundert. Ich gönne mir jetzt einen Eiskaffee. Das ist einfach Eiswürfel mit, ich habe da ein bisschen Kokossirup reingemacht, dann kalten Espresso und mit Milch aufgefüllt. Und das gönne ich mir jetzt. Wie gesagt, es ist einfach nur so brutal heiß. Und ich habe für mich, ich zeige euch nochmal, was ich für mich male, wo ich nicht aufnehme, wirklich. Ich bin jetzt an diesem Bild hier dran, bin ich jetzt schon 4 Tage dran. Wie gesagt, ich mache ein bisschen höher auf, weil man kann es nicht aushalten, es ist so heiß. Und die Flügel, da habe ich was ausprobiert, ich habe euch das glaube ich schon mal gezeigt. Ich habe mal das hier gekauft. Und das habe ich jetzt mal drüber gemacht. Also erstmal habe ich so ganz leicht in den Farben angemalt, die ich hier für die Waben benutze. Dann habe ich es damit drüber gemacht, habe trocknen lassen, dann bin ich mit Posca White hier so drüber gegangen. Ganz leicht.
Und dann habe ich was für mich neu entdeckt. Hier Glossier Akzents oder wie das heißt. Das habe ich von der lieben Sonja. Ihr Kanal findet ihr auch unten verlinkt. Das hat sie mal im Livestream gezeigt. Das habe ich mir bestellt, meine neue große Liebe. Damit habe ich die Flügel dann komplett gemacht. Ich habe hier auch die Augen gemacht und hier bei den Blumen das Innen. Also das, seht ihr mir, ich weiß, es heißt, ich komme nur nicht drauf. Ich sag mal, hier in der Mitte. Hier habe ich auch gemacht. Ich liebe das Zeug. Wird auf jeden Fall 2, 3 Flaschen nochmal einziehen bei mir. Ja. Das Bild habe ich auch gemalt. Das ist, könnt ihr auf Instagram sehen. Da habe ich die Bilder reingestellt. Ja. Hat mir auch Spaß gemacht. Am Anfang, da habe ich mit Black Widows, also ich male beide das mit Black Widows und auch hier. Ich finde jetzt in diesem Buch von Johanna Bösford habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit Black Widows in diesen Büchern. Von Rita Beermann habe ich keine Probleme. Ich liebe meine Black Widows, aber hier, ja, macht es ein bisschen Schwierigkeiten, aber macht nichts, das macht trotzdem Spaß. Leute, wenn ihr sehen könnt, bei mir tropft der Schweiß so runter. Das ist abnormal, abnormal. Ich freue mich schon, wenn wieder Herbst ist. Also das brauche ich nicht, diese Hitze. Und wie gesagt, deswegen kommen keine Videos gerade. Ich versuche vielleicht nächste Woche so ein paar Vorstellungsvideos. Oh, es fängt an zu regnen, obwohl heute gar kein Regen vorhergesagt ist. Dann wird es noch schwüliger draußen. Oh, ich sag's euch. Also, meine Lieben, danke, dass ihr trotzdem meine Videos guckt. Ich sehe, ich bekomme, habe neue Abonnenten bekommen. Das freut mich so, so, so sehr. Ihr seid alle herzlich willkommen. Und wie gesagt, es ist einfach zu hot. Es ist very, very hot hier. Deswegen mache ich eine Malpause. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich freue mich schon, wenn wir wieder zusammen malen können. Also ihr Lieben, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Helene.